Moin, moin, Freunde, willkommen zurück hier auf dem Siegkraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und nun sind wir soweit. Wir wollen das letzte Gewinnspiel zur Weihnachtszeit auflösen. Wir hatten ja einige Adventsgewinnspiele zum 1., zum 2., zum 3. und nun zum 4. Advent. Ihr hattet diesmal einige Möglichkeiten, etwas zu gewinnen. Und ja, unser Toppreis, der kommt jetzt. Nichtsdestotrotz ist Weihnachten auch immer so ein Moment, einfach mal Danke zu sagen und innezuhalten. Das möchte ich hier in diesem Video natürlich nochmal tun. Und ich habe mir da so ein paar Punkte aufgeschrieben, wie dieses Jahr 2018 für uns als Siegkrauts und für euch in der Community, was wir für euch gemacht haben, verlaufen ist. Und ja, ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Es wird nicht lang, keine Sorge, wir ziehen gleich die Preise. Also, wir haben ja Anfang diesen Jahres gesagt, wir möchten uns ein bisschen mehr engagieren, indem wir zum Beispiel auch Gewinnspiele für euch veranstalten. Das hier ist jetzt eins von vielen gewesen, die wir dieses Jahr veranstaltet haben. Ihr konntet eine Abruzzi gewinnen, ihr konntet eine Egle gewinnen. Es gab im Oktober auch wieder ein Gewinnspiel mit dem Schiff nach Wahl. Und jetzt haben wir die ganzen Adventsgewinnspiele. Wir hatten Anfang des Jahres im Februar, da hat Siegkrauts immer Geburtstag, da hatten wir auch ein Gewinnspiel für euch veranstaltet. Also da war so ein bisschen was dabei. Das war für uns komplettes Neuland. Das haben wir dieses Jahr das erste Mal betreten und ich glaube ganz erfolgreich gemanagt. Wir haben uns da auch ein Stückchen weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, Siegkrauts ist eine komplette, wir haben keine Ahnung von Streaming gehabt vorher und haben uns das alles angelesen, ausprobiert und durch euch gelernt. Und genau da möchte ich jetzt nochmal was dazu sagen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen da draußen bedanken für die ganze Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen. Ob als Zuschauer oder dann auch als Kommentator, dass ihr halt Kommentare unter unsere Videos schreibt, die dann Verbesserungsvorschläge enthalten. Wir haben viele Kontakte über Facebook gefunden, auch über unseren Discord-Kanal, wo uns immer wieder Hinweise gegeben werden. Ich möchte mich auch ganz herzlich nochmal bei dem Community-Contributor Hurz bedanken, der uns da auch nochmal ein bisschen was im Hintergrund als Input gegeben hat. Zumindest in unseren Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, hatten wir immer wieder die ein oder andere Idee und das hat ja, wirklich auch dazu geführt, dass das Programm hier für euch da draußen besser geworden ist. Und ich lese jeden Tag von euch Kommentare und beantworte die nach bestem Wissen und Gewissen. Und freue mich echt, wie sich unser Kanal entwickelt hat. Ja, wir haben dieses Jahr die Flaschenpost aufgelegt, wir haben im Trockendock aufgelegt, wo wir euch immer die ganzen Informationen rund um World of Warships präsentieren und dann auch noch Schiffe, die aktuell released werden, Premium-Schiffe, in der Regel relativ zeitnah versuchen, sofort vorzustellen, was sinnvolle Skills, Kapitänskills, was für Geschichte, verbaubare Verbesserungen, Module, so eine ganzen Geschichten. Und dann sind die Livestreams auch von uns immer beliebter geworden. Wir haben uns technisch auch fortentwickelt. Ihr seht das ja selber. Ja, mit Green Wall. Hoffentlich kommt demnächst noch ein Studio-Mikrofon, sodass wir dann auch noch eine bessere Tonqualität liefern können. Also von daher ja, arbeiten wir ständig daran. Und das habt ihr uns auch anders gezeigt, nämlich mit euren Abonnements. Ja, bei YouTube heißen sie Abonnements oder bei Twitter, bei Twitch wären es eben Follower. Wir sind gestiegen und zwar von Weihnachten 2017 bis Weihnachten 2018 von 112 Abonnements auf 799 Stand heute. Und ja, auch dafür nochmal, ich ziehe meinen Hut, Chapeau, vielen, 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 vielen Dank für diesen ganzen Support. Und zu guter Letzt möchte ich eine Sache noch erwähnen. Ja, auch unser Crowdfunding-Programm, was wir jetzt im November eingeführt haben, wo ihr durch aktive Teilnahme an unseren Livestreams dann auch immer nochmal eine Kleinigkeit am Ende des Monats mitnehmen könnt, ist am Ende auch ein Programm, was durch euch entstanden ist, auch durch eure am Ende ein Stück weit finanzielle Unterstützung, die ihr uns hier teilweise zukommen lasst. Dadurch ist sowas halt einfach möglich. Und auch dafür vielen, vielen Dank. So, nun kommen wir aber zu dem, worauf ihr am meisten gewartet habt, nämlich auf den Gewinner der Schiffs, ja, des Schiffs nach Wahl sozusagen. Und ich bin selber sehr gespannt, wer denn hier am Ende gewinnen wird. Und dann haben wir ja noch ein Mega-Geschenk und ein großes Geschenk für Platz 2 und dann für Platz 3. Also, wir haben 493 Aufrufe in diesem Video erzielt. Das ist, glaube ich, die meisten Aufrufe, die wir mit dem Lichterfest oder mit dem Adventsgewinnspiel hier erzielt haben. Wir haben 88 Daumen nach oben und wir haben 111 Kommentare. Vielen, vielen Dank. Und wir teilen jetzt hier einmal den YouTube-Link und gehen zu unserem Random Comment Picker, packen da sofort
den Link rein und suchen einmal die URL. Dann haben wir 88 einmalige Kommentare. Das ist super. Wir, 88 Kommentare, Entschuldigung. Jetzt suchen wir das alles nochmal. Von 88 bleiben wir bei 88. Das heißt, ihr habt auch alle nur einmal drunter gepostet. Und wir fangen jetzt mit Platz 3 zuerst an. Ja, wir verarbeiten uns von hinten nach vorne sozusagen. Ich suche mir hier meinen Zettel, damit ich das auch sofort notieren kann. Dritter wird. Jetzt geht der Raffle los. Da hat sicherlich einiges zu tun bei so vielen Kommentaren. Und der Gewinner für ein großes Weihnachtsgeschenk ist Alexander Bayer. Hi, eure Beiträge sind immer informativ. Macht weiter so. Mein Game-Name wäre Abaira. Wunschschiff wäre die Vanguard. Du hast zwar nicht das Wunschschiff gewonnen, aber du hast ein großes Weihnachtsgeschenk gewonnen. Also, ich notiere mir das sofort. Abaira. So. Ein großes Geschenk. Das Mega-Geschenk geht an. Wir ziehen den nächsten Gewinner. André Bilicki. Ich wünsche mir schon lange die Atlanta. Ich glaube, das Ding passt wie Faust auf Auge zu mir. Euer Lippenhai. Klasse Sache von euch. Macht weiter so. Also. Lippenhai. Sehr schön, habe ich mir notiert. Du bekommst das Mega-Geschenk von uns. Vielleicht ist da ja auch dein Wunschschiff drinne. Und ich würde mich sowieso sehr freuen, wenn gerade diejenigen, die hier den Container gewonnen haben, dann unter diesem Video vielleicht sogar noch kommentieren, was sie aus dem Container gezogen haben. Und jetzt kommt's. Der Gewinner des Schiffes nach Wahl ist... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, wer es wird. Moneyman 2011. 2. Advent, Advent, ein Schiff versenkt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Und wenn das fünfte Schiff singt, den Kraken, du gewinnst. Ja, Moneyman 2002 wünscht sich den Prinz Eitel Friedrich. Herzlichen Glückwunsch von uns zum Prinz Eitel Friedrich. Du hast also gleich die Chance, die, diese Stahlkampagne mitzumachen und dann auch den, die andere Sammlung hier, wie nennt sich die noch, diesen Feldzug für den Prinz Eitel, den man mit dem Prinz Eitel anfangen muss, zu spielen. Ich habe es euch in der Flaschenpost vorgestellt, ich komme gerade wieder nicht auf den Namen. Ich bin wieder so aufgeregt bei diesem Video, ich freue mich immer, wenn ich was verschenken darf. Ich mache dazu gerne. Und ich notiere mir jetzt hier noch schnell, Mann, nee. Man. So, 2002. Wie gesagt, du gewinnst das Base-Paket. Wir hatten ja von vornherein gesagt, dass wir das Base-Paket verlosen. Und ja, du hast den Prinz Eitel ausgesucht. Du hättest dir auch noch andere Schiffe aussuchen können. Aber das steht jetzt gar nicht zur Debatte. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Kann leider nicht jeder gewinnen. Aber ihr habt heute Abend wieder eine Chance. In unserem Livestream um 20 Uhr kriegt ihr vielleicht nochmal ein oder andere mittlere Geschenk, was wir da für euch verlosen, sozusagen als letztes Advents-Giveaway-Livestream-Gewinnspiel, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ja, ich lade euch ein, herzlich da wieder dabei zu sein und wünsche euch jetzt ein schönes 4. Adventswochenende und ja, wir sehen uns dann heute Abend. Haut rein, für alle, die heute Abend nicht dabei sein können, frohe Weihnachten und dann sehen wir uns vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester wieder in einem der nächsten Videos, beziehungsweise in einem Livestream wird es auf jeden Fall zwischen Weihnachten und Silvester, denke ich, geben. Ich werde es versuchen einzurichten, sagen wir so. Ne? Also, haut rein, vielen, vielen Dank für eure Treue und bis zum nächsten Video. Tschüss!